Alles easy, ich bin's wieder, der Turboreini mit einem weiteren Video zur Turbosounds App. Wie immer am Anfang der Hinweis, bitte unten aufs Video schauen, auf von welchem Datum das ist, dass du immer das aktuellste Video hast. Und am besten ist einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren, dann kriegst du immer einen Hinweis, sobald es ein neues Video gibt. Okay, in diesem Video möchte ich dir eine weitere Möglichkeit zeigen, wie du den Mischer in der Turbosounds App verwenden kannst. Es gibt ja dann schon da schon viele andere Videos auch, schau dir die einfach an, dass du wirklich weißt, wie man das am besten einsetzen kann oder dass du das am besten nutzen kannst für dein Live-Spiel. Gut, wir sind in der Session drinnen. Ich habe eine Session angewählt mit 8 Instrumenten. Eine Gitarre auf Akkord, die andere auf Bass, also alles easy, Gitarrenfunktion. Dann ein Bariton, eine Trompete, eine Klarinette, ein Kontrabass, das Begleitakkordeon, also die Akkordeonbegleitungsfunktion und ein Akkordeon noch auf Diskant. Das ist jetzt ausgegraut, weil man kann ja mit dem Fußschalter hier praktisch umschalten, Instrumente aus- und einschalten. Da gibt es ja auch ein eigenes Video dazu. Diese Session wollen wir jetzt dem Mischer zuweisen in einer Gruppe. Und ich habe schon andere Videos gemacht, wie man das anders machen kann, aber hier zeige ich dir speziell, was vielleicht eine Idee wäre. Ist natürlich nicht zwingend. Du kannst es selbstverständlich frei nach deinen Wünschen anpassen, sodass du eine optimale Einstellung hast für dein Live-Spiel. So, wir machen jetzt, der Mischer ist leer und wir gehen jetzt oben in die Zuweisungen rein. Und da sieht man ja hier die ganzen Instrumente, die in der Session sind. Und wir wählen jetzt einfach, ich wähle jetzt mal spontan das aus auf Gruppe 3, alle Instrumente, die auf der linken Seite vom Akkordeon, also beim Akkordeonspiel liegen. Das ist die Gitarre, Bariton, die zweite Gitarre und der Kontrabass. Somit habe ich das dem Mischer zugewiesen auf der Gruppe 3. Da gehen wir jetzt zurück in Mischer. Das ist jetzt hier auf dieser Spur. Und somit habe ich also hier praktisch die Kontrolle oder die Lautstärke, eben auch den Hallanteil, den Panorama, da kommen wir später gleich noch hinzu auf die Funktionen, habe ich dieser Gruppe zugewiesen, dass ich ein bisschen eine Orientierung habe, gebe ich das mal eine Farbe einfach eine andere, dass man es kennt, und benenne das um, das nenne ich jetzt links, einfach ganz spontan, wie gesagt, kannst du natürlich frei benennen. Jetzt gehe ich wieder in die Zuweisungen. Was haben wir jetzt noch? Jetzt nehme ich die Trompete, die Klarinette und das Akkordeon auf Diskant. Also das ist mit Kanal 1, sieht man hier an dem Einsenderklammer. Das ist ja auf der rechten Seite oder sozusagen auf Diskant. Geben wir auch eine Farbe und das nennen wir jetzt Diskant. Das ist, wie gesagt, jetzt bloß ein Beispiel. Du kannst dir das ein bisschen ausklamüsern, sodass es für dich am besten ist, dass du am besten weißt, was wo ist. Wenn ich jetzt Diskant spiele, sind hier die Trompeten, hier ist die Lautstärke. Ich kann leider nur mit einer Hand spielen, immer weil es uns nicht hinkommt. Genau, also da hast du jetzt alle Einstellungen für Diskant. Somit könntest du, wenn du beim Spielen bist und sagst einmal, dir passt das Verhältnis nicht von links nach rechts. Ich kann jetzt, wie gesagt, leider nicht miteinander spielen, also kann ich schon, aber da kann ich nichts einstellen. Wenn ich jetzt sage, jetzt ist das mir links zu laut, dann mache ich das runter. Also genau. Du weißt, was ich meine, genau. Also ist eine tolle Möglichkeit. Jetzt ist es wichtig zu wissen, dass dieser Mischer ja fest ist. Das heißt, diese Einstellungen oder Benennungen oder Zuweisungen, die bleiben ja für die Sessions, die du angewählt hast. Das ist in dem Fall, habe ich das für diese Session gemacht. Wenn ich jetzt eine andere Session nehme, die nächste, und auf den Mischer gehe, ist die Zuweisung, also sind die Kanäle inaktiv, weil ich hier in dieser Session keine Zuweisung gemacht habe. Das heißt, du musst für jede Session, die du in den Mischer leiten willst, eine Zuweisung machen. Jetzt wäre es natürlich ein bisschen umständlich, wenn du das immer neu benennen müsstest. Da gibt es jetzt einen einfacheren
Weg, sobald du das mal angelegt hast, hier diese Gruppen, unten, wo das hingeht, sind die ja schon da, brauchst du das nicht mehr machen. Jetzt könnte ich wieder auf Discant die Instrumente legen. Und das da, genau, da haben wir die links ist die Gitarren. Und da haben wir keinen E-Bass, genau. Ja, genau, kein E-Bass. Somit ist das auch zugewiesen und so kannst du das nach der Reihe durchmachen für die Session, die du brauchst. Weil der Hintergrund ist ja der, es kann ja sein, weil die TurboSounds-App ja von Haus aus schon super klingt, dass du gar keine Zuweisung brauchst. Also kannst du normal durchspielen, ohne Zuweisung und kannst jetzt Sessions zuweisen, wo du über den Mischer leitest. Da wäre es vielleicht auch von Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel das, jetzt bin ich aber schnell gedruckt, wenn du das dann einfach benennst und da vielleicht dazu schreibst mit groß oder wie du willst, einfach mit Mixer. Zum Beispiel wüsstest du jetzt, dass diese Session über den Mischer läuft. Und eine solche läuft nicht über den Mischer. Also du müsstest die, die du dazu weißt, einfach da beschriften, dass du das dann weißt. Jetzt, sobald wir natürlich eine Gruppe angelegt haben im Mischer, gehen wir jetzt mal rein beim Bearbeiten, siehst du auch bei den Instrumenten hier oben, wenn du da drauf gehst, da dieses Mischerfeld. Und wenn du den antippst, hast du auch hier diese Zuweisungen, dieselben, die du im Mischer angelegt hast. Und somit kannst du das gleich anlegen. Wenn du das wieder abwählst, dass das ohne Mischer durchläuft, dieses Instrument einfach auf Master gehen. Unten, dann läuft es jetzt über den Master durch. Das heißt, wenn wir Mischer sind, ist das jetzt da nicht dabei bei der linken Seite. Bleibt der E-Bass oder der Kontrabass bestehen, weil wir den mit diesem Instrument den Mischer umgehen. Hört sich jetzt alles ein bisschen komplizierter an, wie es ist. Einfach ein paar Mal probieren. Aber der Vorteil ist, wie gesagt schon, dass du sehr, sehr schnellen Zugriff hast und Gruppen anlegen kannst. Und das machen wir jetzt auch. Man kann das natürlich ausweiten. Du hast ja 16 Kanäle. Und jetzt machen wir einfach weiter mit den Zuweisungen. Jetzt splitten wir das nochmal auf. Jetzt sagen wir legen auf die Gruppe 1 machen wir das Bariton, am besten gleich wieder eine Farbe geben, geben wir jetzt dunkelbraun und benennen das Bariton. Du kannst das auch Bässe oder wie du willst einfach benennen, Bariton umbenennen. So, jetzt haben wir hier allein das Bariton, das kannst du auch muten und hier haben wir den Rest. Jetzt haben wir das Bariton da drauf, genau, jetzt könntest du das nochmal aufteilen und könntest sagen, du trennst den Bass, also den Kontrabass, den legst du jetzt auch nochmal auf eine Gruppe, den machen wir auf Gruppe 2. Das lassen wir jetzt grün und das benennen wir jetzt einfach E-Bass, ja, oder Kontrabass. Ich nenne es jetzt einfach E-Bass. So, E-Bass umbenennen, fertig. Somit habe ich jetzt auf einer Spur das Bariton, auf dem anderen den E-Bass und hier, jetzt schalten wir, die kann man also muten. Somit hast du auch, das ist auch noch ein toller Nebeneffekt, du könntest jetzt mit einer, mit dieser Session sagen, du hast Doppelbass Polka, wenn du den mutest, hast du Bariton Polka oder umgekehrt als Bariton muten, E-Bass Polka, genau. Was bleibt über? Jetzt muten wir den auch, jetzt sehen wir. Hier haben wir praktisch Gitarre drauf und die Akkordeonbegleitung und hier haben wir Discant. Jetzt könnte man das noch weiter aufteilen, indem man sagt, man macht das Begleitakkordeon, haben wir noch gar nicht zugewiesen. Da macht man jetzt auch eine eigene Gruppe, das nehmen wir jetzt daher auf Gruppe 5. Das ist hier und das nehmen wir jetzt einfach, machen wir. Können wir wieder grün lassen, wenn wir abwechseln, oder wir können auch eine andere Farbe nehmen, ist wurscht. Das nennen wir jetzt Akkordeonbegleitung. Wie gesagt, das sind alles nur Beispiele, du kannst das einfach frei belegen. Das ist eigentlich sensationell, was man jetzt alles machen kann, wie man sich erleichtern kann. Man muss nur vorher irgendwie sich ein Konzept aufbauen, wie man das alles verwendet. Jetzt haben wir hier die Akkordeonbegleitung. Auch die Lautstärke.
Genau, und hier haben wir, wenn wir das ausschalten, hier ist eigentlich nur noch Gitarren, jetzt müssen wir das umbenennen, das benennen wir jetzt um als auf Gitarren umbenennen. Somit ist der Mischer perfekt. Genau, da kann man jetzt ein bisschen rumspielen. Jetzt, was noch wichtig ist, wie gesagt, du kannst jetzt auch, wenn du, wir sind jetzt da bei der Mixer-Dings drin, wenn du eine neue Session hast und hier ein Instrument anwählst, hast du natürlich auch, jetzt nehmen wir einfach bloß ein Bariton hier auf Kanal 3, hast du jetzt auch diese Gruppen. So läuft es, wie gesagt, durch ohne alles und da drauf gehen, dann kannst du das jetzt gleich dem Bariton, der Baritonspur zuweisen. Und so kannst du deine zukünftigen Sessions dann einfach hier sehr schön anlegen und sortieren. Am besten mit Farben und gleich richtig beschriften oder sinnvoll, dass du weißt, wo das hingeht. Jetzt möchte ich dir noch was anderes zeigen. Der Mischer ist ja jetzt eine starre Einstellung, das heißt die Farben und diese Einstellungen. Und es gibt ein paar Dinge zu beachten. Wenn du jetzt ein normales Instrument in der Session hast und auf diesen Knopf gehst, hast du hier den Hallanteil, hier die Lautstärke und hier das Panorama. Links, rechts. Genau, hier könntest du noch einen externen Effekt reinladen, da gibt es ein eigenes Video dazu. Und oben die Zuweisung. Solange du jetzt dieses Instrument dem Mischer nicht zugewiesen hast, kannst du das alles bedienen, weil Master heißt im Endeffekt, das muss ich dir jetzt mal zeigen, dass diese Session einfach direkt auf den Master Out geht, also auf den Ausgang zu deinen Lautsprecher oder zu den Boxen, Aktivboxen. Also geht hier nichts durch. Und sobald du jetzt dieses Instrument hier oben zuweist auf Bariton, geht dieses Bariton durch diesen Kanal durch, erst durch diesen Kanalzug und dann erst in den Ausgang. Das ist wichtig zu wissen, weil sich ein paar kleine Dinge ändern. Denn was passiert, sobald ich hier Bariton angewählt habe? Schauen wir nochmal. Jetzt gehe ich auf Master, so war es vorher. Hier habe ich alle Funktionen zum Steuern, also Hall, Panorama, links, rechts und Lautstärke. Sobald ich jetzt einen Mischerkanal anwähle und hier drauf gehe, geht der Hall nicht mehr, also wird der Hall deaktiviert und auch das Panorama deaktiviert. Das hat den Hintergrund, weil sobald das Bariton über den Mischer läuft, hast du Hall hier zum Einstellen und Panorama hier. Also wird es im Mischer geregelt. Im Gegensatz, wichtig zu wissen, der Lautstärkeregler bleibt hier aktiv und der wird also addiert oder summiert mit der Lautstärke im Mischer. Was heißt das? Das heißt jetzt, wenn du hier auf 0 bist, kommt beim Mischer auch gar nichts an. Das heißt, du musst hier eine Mindest- oder eine Lautstärke haben. Ich würde dir empfehlen, das auf 0 zu machen und dann über diesen Mischer-Fader zu regeln. Falls du jetzt mal zu wenig oder zu viel Lautstärke haben solltest, kannst du das auch hier, wie gesagt, nachregulieren. Aber das ist ein bisschen Einstellungssache. Wenn du alle Instrumente mit 0 hier einstellen würdest, die über den Mischer laufen, dann hast du wirklich hier eine einheitliche Einstellung. Genau. So, jetzt gehen wir aber wieder zurück in die andere Session, die wir gehabt haben. Jetzt schauen wir mal, haben wir es benannt? Ja, klar haben wir es benannt. Klarinette, Mixer. Jetzt gehen wir wieder in den Mischer hier rein, unten. Jetzt haben wir die ganzen Zuweisungen wieder. Jetzt kann man praktisch da noch einen Hall einstellen. Und das mit dem vorhin, was ich gesagt habe, mit dem, dass diese Funktionen vom Bariton, also sobald man hier dem Mischer zugewiesen hat, deaktiviert ist, hat natürlich einen weiteren riesen Vorteil, den man vielleicht am Anfang gar nicht so erkennt. Denn es ist ja oftmals so, dass man als Alleinunterhalter, spielen wir ja oft verschiedene Veranstaltungen, ich sage mal jetzt kleine Veranstaltungen mit 10, 20 Leute, wo man vielleicht nur einen Lautsprecher hat und da möchte man ja eigentlich kein Panorama haben, sondern es soll ja alles mono kommen. Und wenn du jetzt eine größere Veranstaltung hast,
wo du zum Beispiel mit zwei oder mehr Lautsprechern spielen würdest, möchtest du ja Panorama verwenden. Jetzt wäre ja das kompliziert, wenn du für einen Auftritt die ganzen Session ändern müsstest mit den Panorama-Reglern oder so. Das müsstest du ja dann in jeder Session, also wenn ich jetzt mal in diese Session reingehe, bei jedem Instrument, heute das haben wir jetzt zugewiesen, Moment, da haben wir noch keine zugewiesen, da müsste ich ja bei jedem Instrument hier den Panorama-Regler verändern, plus, minus, bla bla bla. Genau. Jetzt aber, wenn ich über den Mischer fahre, so wie bei dieser Session, gehe ich einfach rein und muss das nur einmal ändern für diese Gruppen praktisch. Das heißt, ich kann das Panorama auf links legen, dann ist es auf allen Baritons, also auf all Session, wo ich das zugewiesen habe, das Bariton wird sofort einheitlich verstellt. Und somit hast du eine schnelle Möglichkeit, das Panorama für alle Sessions oder für die zugewiesenen Sessions zu regeln. Ja, also das ist sehr, sehr viel. Es ist aber relativ einfach, wenn man es ein paar Mal gemacht hat oder wenn man das Prinzip versteht, das dahinter steckt. Und das sind also nur Vorschläge von mir. Selbstverständlich kannst du das einfacher machen oder auch komplizierter oder anders machen, so wie es für dich einfach passt. Interessant ist auch noch, dass man hier in dieser Ansicht, was auch ein Vorteil ist, du siehst ja hier auch die Instrumente, was ein- und ausgeschaltet sind. Das ist auch eine tolle Sache. Und jetzt kannst du natürlich noch einen Schritt weiter gehen oder zum Beispiel, wenn du mit einer Text-App arbeitest, mit zum Beispiel OnSong oder Songbook, kannst du das ja den Bildschirm teilen. Dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, du hast hier links deinen Text da und hättest hier gleich Zugriff auf zwei Kanäle. Du kannst jetzt zum Beispiel gleich das Bariton ausschalten. Oder einen Kontrabass. Hast die Lautstärke auch hier gleich zum Regulieren, falls es mal nicht passen sollte. Das kannst und siehst halt die Instrumente, die aus- und eingeschaltet sind. Kannst jetzt auch, wenn du sagst, du brauchst die anderen Kanäle, einfach weiterschalten. Da wird es hier praktisch hier so wie am iPhone. Kommst du auf die anderen, wenn du sagst, du möchtest die Akkordeonbegleitung leiser. Genau, jetzt bin ich auf Sustain gekommen. Genau, alles einstellen, Hall und so weiter und so fort. Das Ganze kannst du auch, das ist jetzt halb-halb, kannst du auch mit zwei Drittel zu einem Drittel machen. Hast du genau dieselben Funktionen. Hier einfach hast du Gitarren. Discount, also alles, was du brauchst, drückst du da einfach her. Du kannst dann wirklich sehr, sehr viel spielen, ohne dass du großartig irgendwo umschalten musst oder was verlassen musst. Selbstverständlich kannst du auch hier das OnSong, also die OnSong, ja, ganz aufmachen. Moment, habe ich nicht erwischt, so. Und einfach mit der TurboSounds App im Hintergrund spielen. Genau, ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat, dass du einen Nutzen davon hast. Würde mich natürlich über einen Daumen hoch und übers Weiterleiten oder Teilen oder einen Kommentar freuen. Und finde, spiel dich einfach mal ein bisschen rum mit diesen Funktionen von Mischern. Es ist ein ganz ein nützliches Werkzeug, weil wie gesagt, hier kannst du noch Effekte reinladen. Da gibt es die anderen Videos dazu, was man wirklich alles machen kann. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Und wenn jemand sagt, boah, das erschlägt ihn jetzt oder das ist zu viel oder zu kompliziert, keine Panik, du kannst natürlich die ganzen Zuweisungen aufheben bzw. gar nicht machen. Dann spielst du ganz normal wie gehabt über die TurboSounds App mit einer einfachen Session und das war's. Ich wünsche dir viel Freude, alles easy, der Turbo-Reini.